Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Arbeit darf nicht krank machen. Deshalb rede ich hier über Berufskrankheiten. Tausende Beschäftigte erkranken jedes Jahr durch ihre Arbeit. Zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit als Chemielaborantin war das Thema Benzol als krebserregendes Lösungsmittel überall präsent und wurde hoch und runter diskutiert. Aber Arbeit kann auch anders krank machen. Durch Tragen schwerer Lasten, durch Lärm und durch Stress. In Deutschland haben wir ein System, das die Folgen gesundheitlicher Einschränkungen im Betrieb entschädigt. Dafür zuständig sind die gesetzlichen Unfallversicherungen. Die bezahlt nur der Arbeitgeber. Und das, Kolleginnen und Kollegen, ist auch gut so. Allerdings wird es Betroffenen schwer gemacht, ihre Erkrankung anerkannt zu bekommen. Und daran werden die Reformpläne der Bundesregierung leider nichts ändern. Das Berufskrankheitenverfahren gleicht praktisch einem Hürdenlauf. Nur jede vierte angezeigte Berufskrankheit wird überhaupt anerkannt. Versetzen Sie sich in die Lage einer Betroffenen. Sie ist Krankenschwester und durch ihre Arbeit schwer erkrankt. Körperlich angegriffen, ausgebrannt und nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Sie will eine Berufskrankheit anerkannt bekommen. Jetzt steht sie vor drei großen Hürden. Die erste Hürde: Ihr Leiden kann nur anerkannt werden, wenn es auf der sogenannten Berufskrankheitenliste steht. Doch diese Liste hat viele Lücken. Sie ist noch lange nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Die Aufnahme neuer Krankheiten dauert viel zu lange. Psychische Erkrankungen wie Burnout sucht man vergebens. Und das muss sich ändern. Wir brauchen mehr unabhängige Forschung. Auch Fachleute wie Psychologen müssen über moderne Berufskrankheiten mitentscheiden, und ein sozialpolitischer Ausschuss aus Arbeitgebern, Gewerkschaftern und Sozialverbänden muss einbezogen werden. Doch das hilft unserer Betroffenen nicht, wenn sie eine sehr seltene Berufskrankheit hat. Hier gibt es noch die zweite große Hürde. Seltene Krankheiten schaffen es kaum auf die Liste der Berufskrankheiten. Die wenigen Fälle erschweren den wissenschaftlichen Nachweis. Hier brauchen wir dringend eine Härtefallregelung. Wir brauchen sie auch für Krankheiten, die durch mehrere Ursachen verursacht sind. Die dritte große Hürde für die Krankenschwester: Das Berufskrankheitenverfahren dauert oft Jahre. Schwer Kranke überfordert das absolut. Hier brauchen wir mehr Fairness und Transparenz. Deshalb schlagen wir als Linke vor, Gutachter müssen finanziell unabhängig von der Unfallversicherung sein. Runter mit den Hürden. Doch am besten ist es, wenn Berufserkrankungen überhaupt nicht mehr entstehen. Hier sind in erster Linie die Arbeitgeber in der Pflicht. Sie müssen endlich für mehr Arbeitsschutz und Prävention in den Betrieben sorgen. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Grüne hat das Wort die Kollegin Beate Müller-Gemmecke.